Also, das finde ich so lala praktisch. Das bin ich, Sarah. Ich habe nicht nur Probleme mit meinem Regencape, ich habe auch eine Lebenskrise. Irgendwie sind die doch doof, die Dinger, oder? Ja, oder ein Schirm, ne? Jetzt scheint die Sonne wieder. Viele gehen pilgern, wenn sie in einer Krise stecken. Nach einer Trennung, dem Tod einer geliebten Person oder einer Krankheit. Nun bin ich also hier, in Saint-Jean-Pied-de-Port, dem Einstieg auf den spanischen Jakobsweg. 7 Tage will ich pilgern und schauen, wen man trifft und ob Laufen hilft. Es kursieren hier schon ein paar Gerüchte um den heutigen Anstieg. Gestern war -7, hat sie gesagt. Es gibt Schnee da oben noch teilweise. Oh, erwartet ihr euch auch so irgendwie, also viele machen das ja, weil sie ja, sich irgendwas erhoffen. Religiös oder spirituell? Ich bin aus der Kirche ausgetreten, also religiös ist das nicht, aber ja, vielleicht mal loslassen, ganz einfach zu sich selber finden. Ja. Ja, mal gucken, wir lassen es auf uns zukommen. Angelika ist 64 Jahre alt und kommt aus dem Westerwald. Sie ist noch nie alleine verreist und deswegen unterwegs mit 2 Freunden aus Amerika. Es ist ihre erste gemeinsame Tour. Aber der hat Probleme, oder? Mit seiner. Ja, mit seiner Luft scheinbar. Aber das ist nicht gut. Ja. Mein Mann hat gefragt, ob alles gut ist. Ja, weil ich habe gesagt, ich schreibe nicht dauernd. Kann man ja auch nicht. Nee, das ist auch nicht Sinn der Sache. Habt ihr Kinder? 2. Wie alt sind die? Oh, 41 und 45. Ah, so mein Alter, schon. Also. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht mehr die Jüngste, deswegen fällt mir die Steigung ja auch schwer. Das ist so furchtbar, wenn man hinterherläuft und dann hast du immer so das Gefühl, du bist so ein Loser, du hechtest da hinterher. Das entmutigt dann, das ist keine Motivation. Und so geht's im Reh jetzt. Und du hast Asthma, oder? Asthma und Allergien. Allergien, viele Allergien? Ja. Ja. Mehr Allergien. Die Kombination der Höhe und meiner Allergien und mein Asthma, ja, tut mir weh. Ja. Ja, ich habe keine Luft mehr. Uli, oh, lecker, ein Traum. Oh, das ist auch nicht so groß, ne? Ich wollte gerade sagen, viel ist das. Zum Glück sind wir am Tagesziel angekommen. Relativ spät erst, sodass Angelika, Ray und Glenn leider kein freies Zimmer mehr hier finden. Sie kommen ein paar Kilometer weiter unter. Und ich kenne hier keinen Menschen. Die hier habe ich unterwegs schon mal gesehen. Gerd und Heinz aus Bayern. Todmüde. Aber es ist eine angenehme Müdigkeit. Ja, total. Es ist nicht K.O., sondern es ist angenehm müde. Ja. Die beiden sind herzkrank und haben einander aufgrund ihrer Krankheit kennengelernt. Sie sind schon oft zusammengelaufen. Und warum macht ihr das immer zusammen eigentlich? Einfach hier, weil es einfach zu viele, oder unseres Erachtens zu viele Herzpatienten gibt hier, die wo zu Hause liegen, sich nicht raustrauen und auch denken hier nach gewissen Herzkrankheiten hier, bist du einfach nicht mehr leistungsfähig oder nicht mehr so wie früher hier. Wir haben einen ganz Verrückten kennengelernt, der ist nach jeder Scheidung 3-mal, das ist der schon geschaut, nach jeder Scheidung macht er Jakobsweg. Solche gibt es auch. Ja. Aber manchmal, glaube ich, wenn man dann also wenn man ein Problem hat, ja, dann muss man alleine. Früh am nächsten Morgen geht es weiter durch die Pyrenäen. 20 Kilometer soll es recht steil bergauf gehen. Ich treffe wieder auf Heinz und Gerd. Wir kommen schnell auf die Frage, warum ich mich auf den Weg gemacht habe. Nach einer Trennung im Winter ging es mir gar nicht gut. Wenn die Situation irgendwie schwierig ist, fällt es einem ja schwer, das anzunehmen. Ja, da hast du recht. Den Ist-Zustand, wie er jetzt ist, zu akzeptieren, ist ganz wichtig. Ja, dann vertut man nämlich so viel Energie, wenn man mit seinem Ist-Zustand nicht zufrieden ist. Da pumpt man dann so viel Ärger rein und so weiter und hat überhaupt keine Energie mehr für Veränderung. Meine Frau gestorben ist dann nachher,
dann war es so, dann habe ich auch eine Menge Leute, eine Menge andere Frauen kennengelernt irgendwie. Aber so irgendwie hat es nie richtig gepasst, ja. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, verdammt nochmal, jetzt bist alleine, jetzt bleibst alleine. 4 Grad Außentemperatur, der mobile Imbiss kommt wie gerufen. Oh. Heinz muss seinen Blutzucker messen. Neben Herzproblemen hat er Diabetes. So, jetzt schon her. Jetzt so. Siehst du es? Und jetzt schauen wir, was rauskommt. Jetzt kommen schon 2, wunderbar, 92 bestens. Und du achtest immer peinlich genau darauf, dass er passt auf mich auf. Er passt auf mich auf. Gerd ist da eigentlich viel schlimmer dran, muss viel mehr aufpassen. Gerd hatte einen schweren Herzinfarkt. Da war er gerade mal 46 Jahre alt. Arbeiten haben ihm seine Ärzte mittlerweile verboten. Er ist so ein 1000%-Typ. Erst Sternekoch, dann Unternehmer, selbstständig, große Firma. Ja, viel Personal. Hätte ich nicht in meinem Vorjahr so intensiv Sport getrieben, hätte so ein gutes und starkes Herz gehabt, hätte ich das nicht überlebt. Nach der Herz-OP, dann wachst du auf und dann hast du plötzlich ein anderes Leben. Ja. Dann läufst du mit dem Rollator. Als junger Mann läufst du dann erstmal hier durch die Gegend. Würdest du jetzt irgendwie diesem Infarkt, der ja eigentlich dann dein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, würdest du sagen, dass du dem irgendwas Gutes auch abempfindest? Also früher bist du hier, ja, ich sag mal, relativ blind durchs Leben gelaufen. Du siehst das Leben anders und eins, glaube ich, hat es ja schon gesagt, du musst jeden Tag einfach nehmen, wie er ist und einfach das Beste draus machen. Und was würdest du einem raten, wie man aus Krisen gut rauskommt? Also, ich bin ja einer, glaube ich, der wenigen, der darüber spricht, aber ich glaube, wenn du das nicht selber schaffst, hol dir Hilfe, habe ich auch gemacht. Ja. Gutes Umfeld, gute Freunde. Und ich glaube, du darfst dich auf keinen Fall isolieren und dich irgendwo eingraben oder so. Das, glaube ich, ist grundverkehrt. Ich fand mich und seitdem geht es bei dir am Stallberg auf. Ja, ganz ehrlich. Ihr seid ein gutes Paar, finde ich. Er hat so Eigenschaften eines Weißen oder eines Weißen oder kleinen Butters. Ja, finde ich schon. Also ich habe mich sehr gut mit dem Heinz unterhalten. Und ich muss sagen, ich habe auch letztes Jahr hier auf dem Kamin oder 1-2 Tage hier mal so ein kleines Loch gehabt hier. Und er ist da, er zieht dich da raus hier. Also ist schon echt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich schon schwer überlegt, ob ich die letzte Etappe noch mitmache. Aber ich denke, jetzt ziehst du es durch, jetzt hast du angefangen, jetzt beendest du die Sache auch. Und so ist es auch. Okay, so machen wir das zwar. In the violent moonlight. Was ist das? Zwei Kilo Medikamente schleppt er mit sich rum. Sieben Stunden wandern. Aber mit den beiden würde ich sogar noch weiter laufen. Das Kloster Roncesvalles. Ja, das ist eure Herberge heute Nacht. Ich freue mich schon. Ich glaub's dir. Die Gemeinschaftsdusche mit 150 Pilgern hier. Herrlich. Ich glaube, ich muss wirklich mal. Ja, man muss das mal erlebt haben, klar. Viel Spaß. Ach du meine Scheiße. Ein Schlafplatz für 10 Euro. Das Kloster ist restlos ausgebucht. Ich habe das letzte Mal in so einer Herberge als Schülerin übernachtet. Allerdings bin ich nach den 21 Kilometern so fertig, dass ich wahrscheinlich überall gut schlafen würde. Gerd und Heinz übernachten im Nachbarhotel. Professionelle Vorbereitung. Es ist ihre 4. Wanderung auf dem Jakobsweg von München nach Santiago. Richtig ordentlich, meine Güte. Gerd hat wirklich jedes Kleidungsstück auf der Küchenwaage abgewogen. 8,982 Kilogramm.
Ich habe was gesehen, Gerd, das lässt mein Herz höher schlagen, weil ich so ein bisschen für sowas eine Schwäche habe. Dieser kleine Affe da. Das ist kein Affe. Nicht? Gottes Willen. Das ist ein Einohrhase. Ach so. Oder kein Ohrhase. Okay. Hab ich von meiner Tochter vor der Herz-OP geschenkt bekommen. Echt? Wie viel Gewicht hat er denn, der kein Ohrhase? Der ist nicht gewogen. Das ist Luxus, wenn du so willst. Das ist nicht gewogen. Jeden Abend gibt es eine Pilgermesse. Alles Spanisch. Und ich verstehe kein Wort. Aber ich bin auch nicht religiös, nicht mal getauft. Wie hast du diese Messe empfunden? Ich denke mir oft, wenn also ein Nichtgläubiger oder der mit der Kirche nichts zu tun hat und sieht das Ritual, was da abläuft, der kann da auch nicht nichts mit anfangen. Ja. Mit dem, nach dem Tod, das ewige Fegfeuer und so regulieren. Aber das glaubt da noch irgendjemand dran. Ja doch, da glaubt eine ganze Menge Leute, die glauben da dran. Da. Gerade dann, wenn es um das eigene Ende geht. Klar hoffst du immer hier, dass es ewig dauert, dass du irrsinnig lange Zeit hast, dass du noch alles hier erleben kannst, deine Pläne verwendigen kannst. Aber ich denke mal, da wir beide jetzt hier eine gewisse Vorgeschichte mit der Herzerkrankung haben, ja, das kann ich morgen treffen. Je älter das man wird, sagt man, da rennt die Zeit dann so los. Weil du kannst dann nichts mehr rausschieben. Du weißt, aha, jetzt kommt das Ende und da müssen die Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Ja? Und das ist dann sehr schwierig oft. Für dich ist das echt noch ein Problem, das merke ich schon immer. Ja? Nein, gut, das berührt ihn mehr, das merke ich schon immer. Ja, weil ich glaube, es liegt auch schon am Alter hier. Ne? Also mit 54 Jahren bist du jetzt schön darüber nachzudenken. Das loslassen können, das ist das Entscheidende. Vom allen loslassen können. Und das habe ich ja heute von dir gelernt. Ja, genau, lass los. Zwei Abende mit den beiden und es fühlt sich an, als wären wir gute Freunde und sehr vertraut. Die Nacht in der Klosterherberge ist unruhig. Pilger schleichen über den Flur, gefühlt die ganze Nacht. Unfassbar, es ist 6 Uhr morgens und das Weckteam kommt, gespielt von den ehrenamtlichen Helfern. Ich weiß nicht so genau, ob ich das jetzt schön oder schlichtweg zu früh finden soll. Der Camino, der Jakobsweg wartet auf uns. Und angeblich auch gutes Wetter. Mir tut eigentlich alles weh. Aber hilft ja nichts. Heute stehen 24 Kilometer an. Endlich ist es warm. Und einmal in Gang gekommen, geht es mit den müden Muskeln auch wieder. Und wie schön, ich treffe Angelika mit ihren beiden amerikanischen Freunden wieder. Und die Socke soll was? Mit dem Sicherheitsnadel an den Rucksack, damit die trocknen kann unterwegs. Ah, okay. Das ist so ein alter Pilgertrick. Angelika ist schon angekommen in der Welt der Pilger. Ja, die Faszination schon, weil wenn hier so viele Menschen zusammenlaufen, jeder versteht sich, jeder ist nett zueinander, ja, jeder hilft einander. Also das ist schon alleine, das ist ein schönes Erlebnis. Dass man vielleicht mal nicht denkt, oh Gott, mein Handy ist leer, um Gottes Willen, sondern ist es halt einfach leer. Und wenn ich mein Kabel irgendwo vergesse, dann ist halt das Kabel weg und ich gucke nach 3 Wochen wieder. Ja, das finde ich halt, das finde ich mal schön. Und dass man halt nicht meint, man muss sich morgen schminken. Und dieses Ganze drumherum, was man so wichtig nimmt, das finde ich schön. Immer mal wieder geht einer von uns alleine weiter. Alleine laufen soll man ja zwecks eventuell stattfindender Erleuchtung. Die findet gerade nicht statt. Dafür aber bin ich ziemlich beeindruckt von dem hier. Der rennt offensichtlich. Rennst du das alles? Ja. Ich laufe circa 40 bis 50 Kilometer am Tag. Das Ziel sind insgesamt 506 Kilometer. Das heißt, 12 Marathons in 60 Tagen. Du
Ja. Und ja, mir macht es Spaß zu laufen, in Bewegung zu sein. Mhm. Also bist du so ein Langstreckenläufer, so ein richtiger? Eigentlich nicht. Nein, ich mache ein bisschen Triathlon. Was mich nur interessiert ist, wie weit kannst du selber gehen, mental, ja, dann auch gerade körperlich und das verbinden, mhm, weil das hilft eigentlich dann später in schwierigen Situationen. Ja, das heißt, was ist der Trick, wenn man irgendwie merkt, man kommt so an seine Grenze und hat keinen Bock mehr, es tut alles weh? Und, Das Lachen anfangen. Einfach so blöd es klingt, aber lachen. Mhm. Das hilft extrem viel, ja, weil du dann ein ganz anderes Gefühl hast. Ja. Dann 2-3 Mal an extrem schlechte Situationen zurückdenken. Und dann aber wieder schmunzeln und sagen, naja, das ist passé, das war früher. Mhm. Ja, und jetzt schauen, was die Zukunft bringt. Ja. Also. Verrückter Typ, der Hannes, 12 Marathons in 16 Tagen. Angelika hat mittlerweile ihre beiden Amerikaner abgehängt. Ihr Lauftempo hat einfach nicht zusammengepasst. Ach, hier, guck mal. Wenn man die Liebe sucht auf dem Weg, soll man hier irgendwie seine Unterwäsche lassen. Und dann? Ja, dann passiert ein Mysterium. Sucht diesen pinkfarbenen BH raus und findet dann die Frau dazu. Oder wie? Das ist wahrscheinlich irgendwas, der liebe Gott regelt das dann. Ich glaube, ich will lieber einen Kaffee. Mit der Liebe ist mir eh zu anstrengend. Ja, stimmt schon, man merkt erst, wenn man sitzt, wie müde man ist. Ne? Hm? Man merkt erst, wenn man sitzt, wie müde man ist. Ja. Für die nächsten Kilometer trennen Angelika und ich uns wieder. Sie hat schon eine Unterkunft in Pamplona und ich bin noch auf der Suche. Pamplona ist ja eigentlich bekannt für seine Stierläufe mitten durch die engen Gassen der Stadt. Ich sehe nur andere Pilger. Gleich um die Ecke der Magdalenenbrücke gibt es eine Pilgerherberge. Vielleicht finde ich hier ja ein Bett. Vorgebucht habe ich nie was. Doris und ihr Mann aus Paderborn versorgen für 2 Wochen ehrenamtlich die Pilger. It doesn't matter. I will show you the room. And upstairs we have 2 toilets and 3 showers. Here we have a hair dryer. Ja. Shower. Schau, ja, okay. Follow me. One bed here. Okay. It's you. Doris hat alle Hände voll zu tun. And one bed here. 5 Uhr bis spätestens 4:15 aufstehen. Aha. Und kein Tag vor 10:30, 11 Uhr zu Bett. Und das geht nonstop. Du siehst, das immer etwas zu tun. Da steckt ja ein ganzer Haushalt hinter, sauber machen, einkaufen und das ist nicht nur jetzt hier Pilgerbetreuung. Und dann möchte ich von ihr wissen, warum sie den Jakobsweg gelaufen ist. Wenn ich ehrlich sein muss, da kann ich ganz schwer drüber sprechen. Wir haben eine schreckliche Situation erlebt, mein Mann und ich, und haben uns auf den Weg gemacht. Doris erzählt mir von ihrer Familientragödie. Hat das geholfen? Hat es euch geholfen? Mir hat es geholfen, meinem Mann weiß ich nicht. Aber ich bin überzeugt, dass jeder, der den Weg macht, und jeder, der in einer schwierigen Situation sich befindet und sich auf den Weg macht, dass der davon profitiert. Mein Mann und ich, wir sind der festen Überzeugung, wenn die Menschen im Alltag so nett miteinander umgehen würden wie auf dem Camino, hätten wir eine bessere Welt. Ne? Sonst würden wir das nicht zum 11. Mal machen. Zum 11. Mal? Wir kommen also zum 11. Mal und jedes Jahr. Am nächsten Morgen treffe ich stadtauswärts wieder auf Heinz und Gerd, die beiden Herzpatienten. Mit Heinz bin ich schnell wieder in einem intensiven Gespräch. Ja. Was ist denn dein gewisses Handicap, was du selber meinst, das du hast? So eine gewisse Beziehungsproblematik, also vielleicht. Ja.
Ich suche mir oft so, also ohne es wirklich zu merken, ja. Das stellt sich dann heraus, meistens so Männer, die so sind wie mein Vater. Ja. Das ist ein Mensch, der kann keine Gefühle zeigen. Und der ist auch immer negativ. Ja, jetzt pass auf, das ist ja ganz wichtig mit deinem Vater. Das hat mit ihm ganz eine Menge zu tun. Du. Ja. Dein Vater hat dich wahnsinnig geprägt. Ja, ja. Und jetzt ist es auch so, du musst dich dann um ihn reinsetzen und musst deinem Vater auch vergeben. Na. 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 Angelika läuft heute mit Johanna aus Leipzig. Beide kommen nur langsam voran. Eine Druckstelle, die eine Blase werden könnte. Nee, das ist aber okay. So kurz davor, deswegen. So kriege ich das nicht auf da. Bin ich da zu deppert, dann kriege ich das nicht auf. Mensch. So, schau her, wunderbar, schau her. Wunderbar, schau her. Halt, muss ich so machen, gell? So machst du es. Schau, das ist so ein Klump, ist das? Das ist, also das ist, was hast du noch für Klumpen, Pflaster, sondern das ist ja der letzte, das ist das letzte Klump, das hält auch nicht so, jetzt pass auf, das so hält das nicht. Nein, das so hält, das ist, gib mir mal anders. Ich schenke dir ein gescheites Pflaster von mir. So, große Sachen haben wir noch was auf. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das ganz anders. Jetzt habe ich es, schau her. So. Schau das jetzt an. Mein Gott, ah Gott. Jetzt schauen wir her. Schau her, jetzt werden wir noch ein bisschen musieren. Schau her. So, jetzt ist gut. Und weiter geht's. Auch mit meinem Lieblingsproblemlöser. Jetzt bist du einfach mal alleine. Jetzt akzeptierst du es einfach. Jetzt. Danke mal. Und dann ändert sich was. Dann bist du irgendwie frei, weißt du? Und irgendwie strahlt man das nämlich auch aus, muss ich sagen. Also Frauen, die über sich unbedingt einen suchen oder was, ja. Irgendwie spürt man das, weißt du? Ja. Und lass einfach auf dich zukommen. Und wenn es dich jetzt verändern willst, und das wirst du jetzt, du bist am besten Weg dazu. Meinst du? Da wirst du sagen, ja, aber du wirst sehen, es ist nicht einfach. Und du musst dir sehr viel Freude schenken. Dir selber Freude schenken, das ist das Wichtigste. Hm. Und dann geht's dir auch gut. Und du musst dich selber mögen, das ist auch wichtig. Ja. In the vessel, in the storm, and you're the kind host in the port, my lighthouse, and we'll be there to right our wrongs in the time it took to write this song, and we'll beat the ghost with our bare hands, and we'll skin the corpse, and we'll love and laugh, and we'll dance. Am Abend treffe ich Stefan aus Baden-Württemberg. Und warum machst du das alles? Alles, das Laufen, das Freisein, dass man die Gedanken nicht zu Hause hat oder ja, einfach die Gedanken nach vorne richtet. Ja. So, wohin gehe ich morgen? Was kommt morgen, sich überraschen zu lassen, nicht zu wissen, was morgen kommt. Also findest du auch, dass es ein anderes Miteinander ist als sonst im Leben? Ja, klar, ja. Ja, weil keiner was hat, dann teilen alle das, was sie haben. Und dann, ja, daheim ist ja eher anders. Also es klingt so ein bisschen pathetisch, aber meinst du, du kommst ein bisschen verändert zurück, oder? Bestimmt, ja. Ja? Bestimmt. Ich weiß noch nicht, in welcher Hinsicht, aber... Das sagen viele, dass dieser Weg sie verändert. Vielleicht, weil man alleine unterwegs ist, viel Zeit hat nachzudenken oder mit wildfremden Menschen ziemlich persönliche Gespräche führt. Johanna habe ich schon ein paar Mal gesehen auf meinem Weg. Hat dich das Überwindung gekostet, eigentlich zu sagen, ich gehe da ganz alleine diesen Weg? Nö, also auch gerade als Frau habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also ich glaube nicht, dass hier irgendjemand einen komisch anmacht. Und auch mit dem Alleinsein fand ich eigentlich eher befreiend, weil man sich auf niemanden einstellen muss. Ja. Am Jakobsweg liegen unzählige Kirchen. Komisch, dass ich bislang keine Pilger getroffen habe, die aus rein religiösen Gründen wandern. Bist du gläubig? Ich bin sehr christlich aufgewachsen und mein Vater ist Diakon und arbeitet für die Kirche und meine Mutter ist Religionslehrerin. Aber ich kann
mit diesem Kirchenkonzept nicht mehr viel anfangen. Mhm. Das Glaubensbekenntnis, auf dem das ja alles beruht, das kann ich halt auch nicht, also das kann ich nicht unterschreiben. Mhm. Und im Grunde ist es auch so, dass sich halt jeder so das rausnimmt, was er gebrauchen kann, was ja auch gut ist. Aber dann, finde ich, gehört man nicht in dieses Konzept Kirche, sondern macht halt sein eigenes Ding. Und ist irgendwie. Aber glaubst du an sowas wie einen Gott? Oder? Nee. Auch nicht. Nee. Also, und auch Johanna läuft den Jakobsweg aus einem ganz bestimmten Grund. Also es war halt viel, viel los in letzter Zeit mit dem Examen und so. Mhm. Und meine Familie hatte vor 2 Jahren einen Autounfall. Mein Vater, der lag halt eine Weile im Koma und bei meinem Bruder sah es halt auch nicht gut aus. Es hat halt viel verändert auch. Deine Mutter, war die auch involviert in den Unfall? Ja, aber die hatte 18 gebrochene Rippen, glaube ich. Und da ging es aber sonst, also das ist halt, aber es hat halt keiner so richtig aufgearbeitet und das merkt man halt. Also bei euch allen dreien? Also ja, und gerade meine Mutter. Und mein Vater hat sich da schon auch Mühe gegeben, der ist halt gefahren. Und hat nochmal Fahrstunden genommen und so. Eine super Stelle, wenn ich, glaube ich, Mama bitten. Johanna ist hier, weil sie Abstand brauchte, um nachzudenken. Wir kennen uns kaum und trotzdem sind wir uns für den Teil des Weges, den wir gemeinsam gehen, ganz nah. Wir unterhalten uns über das, was uns schwerfällt im Leben, hören einander einfach zu. Das finde ich toll. Johanna wird noch bis Santiago laufen, ganz allein. Ausgewiesenermaßen. Okay. Meine 7 Tage sind fast schon rum. Ich habe keine Blasen, dafür ganz viele besondere Menschen getroffen. Wie zum Beispiel Angelika. Sie ist immer noch alleine unterwegs. Haben die 7 Tage irgendeinen Effekt gehabt jetzt bislang? Nee, da muss ich euch enttäuschen. Ja. Habe ich nicht. Ich denke mal vielleicht, dass es zu kurz ist, ja. Vielleicht musst du wirklich den kompletten Weg gehen, um das zu spüren. Und ich glaube, so an die Grenze gehen, ich glaube, dann kommen vielleicht diese Erfahrungen, weißt du? Du warst bis ja eigentlich zu dritt losgelaufen. Und ziemlich schnell hast du deine beiden Partner verloren. Ja, und hab gemerkt, ich brauch sie auch gar nicht. Das ist eine Erfahrung, das stimmt. Mit 64 Jahren ihr erster Trip alleine. Auf den letzten Metern treffe ich meine neuen Pilgerfreunde. Jetzt persönlich auf mich bezogen ist es so, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich denke mal fast alles wieder das hier kann, hier, was ich vorher auch konnte vor der Erkrankung. Und sicherlich nicht hier in der Schnelligkeit wie manche andere. Und die wurden teilweise hier den Weg hetzen. Und das gibt es schon in Sicherheit. Das ist ja an jedem Abend, nach jeder Strecke, bist du eigentlich dann zufrieden, dass du es geschafft hast. Ja, genau. Das ist ja schon meine 4. Tour. Jetzt bin ich schon das 4. Jahr jetzt unterwegs immer. Der 4. Abschnitt und letzte. Und da hat sich eigentlich nicht viel verändert bei mir. Also, ich bin neugierig, was mich so erwartet und lass alles auf mich zukommen. Ich nehme das ganz locker. Und wenn es sollte jetzt wirklich nicht mehr gehen, dann breche ich einfach ab. Mhm. Aber warum kann man hier zu sich selber finden? Warum sagen das so viele? Monotone gehen. Und das monotone Gehen, da Konstanz, ist wie so eine Art Meditation ist das. Und immer nur marschieren, marschieren. Aber wie gesagt, man muss das alleine machen. Das ist ganz wichtig. Dann kommt man wirklich, und dann kommen die Gedanken, wird man frei vom Kopf. Was mir aufgefallen ist auf diesem Weg, ist, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die, wie du das auch sagst, die diesen Weg laufen, weil sie also irgendwas verarbeiten müssen. Ja, ja. Ja, ja. Und dass man sich eben auf so eine relativ tiefgründige Art und Weise begegnet. Ja. Sehr menschlich und sehr herzlich ist. Und das ist irgendwie, also ich finde, der Mensch zeigt sich hier von seiner guten Seite. Ja, das und das ist etwas, was einem viel gibt. Ich habe viel über mich und von anderen gelernt. Gerade von Heinz. Ich laufe weiter. Ohne Kamera. Mal sehen, wie weit ich komme.